Guten Abend zur späten Stunde und herzlich willkommen im Wonnemonat Mai und natürlich zu unserer wöchentlichen Webinarrunde Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ja, sehen es alle auf der ersten Folie, das Thema des heutigen Abends: The Big Picture, technische Marktanalyse, strategische und taktische Einschätzung der Finanzmärkte. Und heute mit unserem Referent Franz Georg Benner. Ich möchte Ihnen gleich zeigen, was für Sie heute auf der Agenda steht. Deswegen springe ich eine Folie weiter. Wir haben drei Punkte hier aufgedröselt. Zum ersten einen Rückblick. Und da ist es ja so, dass der Franz Georg da wie gewohnt erst einmal einen Überblick über die einzelnen Märkte bzw. Assetklassen geben wird, bevor wir dann weiter direkt ins Thema einsteigen. Ja, die globalen Börsen haben letzte Woche oder Ende letzter Woche wieder positiv geschlossen. Da sah alles noch relativ gut aus an den Finanzmärkten. Tja, und dann ging es los am Wochenende mit den entsprechenden Twitter-Nachrichten von Donald Trump und ja, den entsprechenden Themen, die Sie wahrscheinlich alle verfolgt haben. Und die dunklen Wolken sind aufgezogen am Finanzhimmel. Ja, da muss man mal schauen, wie sprunghaft dieser Auslöser des amerikanischen Präsidenten ist, die Zölle am Ende der Woche anheben zu wollen auf chinesische Güter. Da muss man mal abwarten. Aber der Wonnemonat Mai ist dafür bekannt, oftmals relativ ungemütlich zu sein. Und daher kommt ja auch das Sprichwort Sell in May and go away. Und dazu werden wir noch einiges später dann von Franz Georg hören, denke ich mal. Aber in dem Zusammenhang sollte man sich, glaube ich, nicht zu sehr verrückt machen lassen. Ich glaube, da ist ein bisschen Säbelrasseln angesagt aktuell. Und da muss man mal schauen, was sich in den nächsten Tagen, wie es sich weiterentwickeln wird. Und wie das die Märkte dann beeinflussen, beeinträchtigen wird. Wir haben aber auch heute wieder entsprechend passende Trading-Setups für Sie. Und Franz Georg wird, wir haben es im Vorfeld mal besprochen, nochmal zwei Produkte nehmen aus unserer neuen Produktkategorie oder Unterkategorie. Und zwar die Discount-Optionsscheine Plus, was hier die Vorteile sind. Und ja, und wir werden dann mal schauen, was wir da auf den DAX Ihnen zeigen können. Bevor wir allerdings einsteigen, wieder mein Part, Ihnen die rechtlichen Hinweise kurz zu erläutern. Und zwar sind die oder richtet sich das Webinar an kundige Selbstentscheider mit Erfahrungen in Hebelprodukten. Und alle für die Produkthinweise zu den Hebelprodukten, die wir hier in dem Webinar besprechen, dienen lediglich zu Demonstrationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu sehen und ersetzen auch keine Beratung. Ja, und die beiden Risiken sind hier dick unterstrichen, die entsprechenden Hebelprodukte, die wir normalerweise hier anbringen in dem Webinar, aufgrund der Transparenzfähigkeit. Heute haben wir mal eine andere Produktkategorie gewählt, sind natürlich vom Totalverlustrisiko auch geprägt. Deswegen sollte man da aufpassen, wenn es sich um Knockout-Produkte handelt, dass da auch ein Knockout stattfinden kann. Ja, und das zweite Risiko ist das Emittentenrisiko, Ausfallrisiko, Bonitätsrisiko. Da sollte man eben auch schauen, dass man da vielleicht ein bisschen mischt und die unterschiedlichen Emittenten da mal mit ins Portfolio nimmt, wenn man hier aktiv ist. Ja, und dann sind wir eigentlich schon mit der Einleitung durch und ich würde jetzt abgeben an den Franz Georg und wünsche uns allen ein spannendes Webinar in den nächsten 45 Minuten bis zur nächsten Stunde und ich denke, ich werde mich zwischenzeitlich dann auch mal wieder einklinken und würde dir das Wort jetzt übergeben, Franz Georg. Ich habe dich ja im Vorfeld ja schon gehört, also du bist da, es kann losgehen. Wunderbar, ja, vielen Dank, Markus, für die einleitenden Worte. Und ich würde mal sagen, dann hole ich mir auch gleich den Bildschirm und begrüße Sie alle zum heutigen Webinar. Ja, Spannung pur, muss man sagen. Donald Trump und die politischen Börsen halten uns weiter in Atem. Es ist ja so in den letzten Wochen ein bisschen ruhiger geworden um den Handelskonflikt und Brexit hat der ein oder andere Anleger sogar schon vielleicht vergessen. Aber ja, man kennt ja Donald Trump. Irgendwann bekommt er mal wieder sein Smartphone in die Hand und twittert etwas in die Welt und schon reagieren die Börsen mit entsprechenden Kurskapriolen. Das hat man heute gesehen. Der DAX ja sehr schwach reingekommen unter der 12.200, war dann im Vormittagshandel mal noch tiefer gewesen, hat sich jetzt zum Ende eigentlich wieder erholt. Und ja, wie das einzuordnen ist, das werden wir natürlich gleich dann auch ausführlich besprechen. Im ersten Punkt die Ausgangslage fundamental betrachtet, geopolitisch. Was muss man im Augenblick dazu wissen, wenn man an den Börsen aktiv ist?
Dann den Schwerpunkt heute natürlich der Fokus auf den drei großen Indizes, den S&P 500, Nasdaq und DAX. Wieder, wie Sie es auch gewohnt sind, hier unter diesen vier, fünf, sag mal, Werkzeugen, Sentiment, Technik, Monatsausblick, Statistik und Volatilität, da habe ich wieder einiges für Sie mit herausgeholt. Das gucken wir uns natürlich dann auch in den Charts an und auch bei den Charts habe ich mir eine weiter Gedanken gemacht, wie man das Ganze noch etwas transparenter machen kann von der Einschätzung her. Lassen Sie sich dann mal überraschen. Ich denke, das wird auch nochmal hilfreich sein, um ein Verständnis zu bekommen, wie man jetzt so das Potenzial bis wohin abgreifen kann, wo Chancen und Risiken lauern. Dann hier ein zweiter Punkt, sehr wichtig natürlich, Börsenregeln wie Sell and May. Gehen wir kurz drauf ein. Es gibt im Internet inzwischen dazu so viele Auswertungen und Statistiken, das brauche ich nicht noch Neues dazu erfinden. Viel interessanter ist dann zum Beispiel auch eine Kombination mit dem Goldenen Kreuz, das gebildet wurde. Und ich stelle Ihnen die 1400%-Strategie vor. Das wird etwas ganz Besonderes sein, fast schon exklusiv hier im Webinar, wie man doch wirklich mit einer denkbar einfachen Herangehensweise den DAX im langfristigen Bereich massiv outperformen kann. Und da dürfen Sie auf jeden Fall mal gespannt sein. Und dann schauen wir uns auch noch mal so ein bisschen die Währungsmärkte an. Euro, US-Dollar, Gold und Brent dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen. Und so haben wir dann, glaube ich, auch ein wirklich rundes Paket dann vorbereitet für heute. Ja, starten wir los. Zunächst einmal mit der Ausgangslage. Ich habe mir hier nochmal angeschaut, die jüngste Fondsmanager-Umfrage. Und da ist doch einiges passiert bei den Profi-Investoren. Man sieht hier oben die Entwicklung, wie die Experten eigentlich die weitere Weltkonjunktur sich einordnen, wie sie die in den nächsten 12 Monaten erwarten. Wir haben hier zum Jahreswechsel einen deutlich ausgeprägten Pessimismus gesehen. Da war der Anteil der Befragten, die negativ auf die Konjunkturentwicklung geschaut haben, so stark ausgeprägt wie seit der Finanzkrise nicht mehr, also hier 2007 bis 2008. Aber wir haben jetzt zum Ende des ersten Quartals einen richtig starken Rebound gesehen. Jetzt ist eigentlich wieder so eine Pari-Situation zwischen Optimisten und Pessimisten. Stärkster 3-Monats-Anstieg der Wachstumserwartungen seit 2012. Womit hängt das zusammen? Vor allen Dingen hier unten, wenn man sich das anschaut, die Risiken haben abgenommen im Hinblick eben auf den Konjunkturabschwung in China. Wir haben doch zuletzt einige ermutigende Konjunkturdaten aus Peking bekommen, auch jetzt am Wochenende zum Beispiel noch. Das waren die Einkaufsmanager-Daten für den Dienstleistungsbereich. Also die Sorgen vor einer harten Landung der Konjunktur in China sind doch im Vergleich hier März, April deutlich zurückgegangen. Die Fondsmanager haben nach wie vor die größten Befürchtungen vor dem Handelskonflikt und das haben wir jetzt ja auch gesehen. Die Sorgen sind ja auch durchaus berechtigt. Aber zumindest mal Chinas Slowdown, also Konjunkturrückgang China, hat sich doch abgemildert. Die Maßnahmen der Regierung greifen inzwischen, führen zu einer Stabilisierung. Das ist doch zumindest mal ein leicht ermutigendes Zeichen auch. Nach wie vor auch noch im Spiel, nicht zu unterschätzen, Monetary Policy Importance. Das heißt also, dass die Geldpolitik unter Umständen nicht so richtig ausgerichtet ist auf die Konjunktur- und Wirtschaftsentwicklung weltweit, dass sie also die Währungshüter Fehler begehen. Auch hier haben immer noch einige Experten doch so ein schlechtes Bauchgefühl, dass die EZB entweder mit ihrem Zinserhöhungskurs zu straff vorgegangen ist oder eben eine Zinssenkung eben zu spät einleitet, dass die EZB auch nicht nah genug am Markt aktiv ist. Das sind so die größten Risiken, die im Augenblick die professionellen Investoren für die weltweiten Finanzmärkte ausmachen. Gucken wir uns mal die Konjunkturdaten an. Ich habe hier einfach mal die wichtigsten zusammengefasst. Wir haben zuletzt in Europa zumindest mal eine Stabilisierung gesehen bei den Konjunkturüberraschungsindikatoren, die reingekommen sind in den USA. Ja, durch wachsendes, leicht positive Wirtschaftsdaten. Letzten Freitag, die Arbeitsmarktdaten waren bombastisch gewesen, viel stärker als erwartet. Die Wachstumsrate für das BIP im ersten Quartal mit 3,2% auf das Jahr hochgerechnet hat ebenfalls die Analystenerwartungen deutlich übertroffen. Und ich hatte es ja schon gesagt, China im ersten Quartal mit gut 6% im Jahresvergleich ebenfalls sehr, sehr gut. Also wir sehen hier so ein bisschen, dass die Konjunktur vielleicht so eine Talsohle weltweit durchschritten hat, gerade auch in China, auch in Europa schon und in den USA sich abmildert, zumindest mal dieser leichte Abschwung. Und wir global eigentlich noch bei den Frühindikatoren ein abnehmendes Abwärtsmomentum sehen. Die Einkaufsmanager-Indizes liegen auch noch über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Das sieht insgesamt auch recht konstruktiv aus.
die Berichtssaison, die reingekommen ist in den USA und schon sehr weit fortgeschritten, auch wirklich ganz gut in zumeist. Wir haben in Europa auch 70% der Unternehmen, die die Gewinnerwartungen übertroffen haben. Es gab allerdings auch vorher kräftige Gewinnrevisionen nach unten. Das heißt also, die Messlatte für die Unternehmen, die lag sehr, sehr tief. Umso leichter war es dann auch, diese tiefen Erwartungen zu übertreffen. Dieses Spielchen läuft inzwischen seit vielen Jahren an den weltweiten Finanz- und Aktienmärkten. Und es funktioniert aber immer noch. Wenn man sich jetzt einfach mal die Bewertungsskala hier unten anschaut, dann sieht man, wir sind aktuell, das ist hier diese rote Raute, leicht über dem langfristigen Durchschnitt, also über den 5- und 10-Jahres-Durchschnitt, sowohl beim Eurostoxx 50 als auch beim S&P 500 oder auch hier in den Emerging Markets, beim KGV zumindest. Das heißt also, hier wird schon so ein bisschen ein Bewertungsaufschlag eben eingepreist. Die Mehrheit der Akteure geht davon aus, dass wir nur eine Konjunkturdelle im Augenblick sehen und eine Erholung ab dem Sommer. Das heißt also wieder anziehende Gewinnwachstumserwartungen der Unternehmen ab dem dritten Quartal, vierten Quartal, dass es dann also wieder aufwärts geht. Das muss man abwarten vor dem Hintergrund des Handelsstreits. Ich habe es hier geschrieben, ein Kartenhaus bricht zusammen. Das war heute Morgen gewesen, als die Märkte doch sehr schwach reingekommen sind. Die chinesischen Indizes 5 bis 6% tiefer. Ein Großteil der Investoren hatte eigentlich schon darauf gewettet, dass letztlich der Handelsstreit doch gelöst ist und damit auch eingepreist das Ganze. Jetzt haben wir die Kehrtwende gesehen. Nochmal kurz zur Erinnerung, ab Freitag könnten dann die Importzölle auf chinesische Waren im Umfang von 200 Milliarden Dollar von derzeit 10 auf 25% steigen. Das war die erste Androhung gewesen. Aber auch wichtig, Trump hat weitere Strafzölle ins Spiel gebracht auf Güter über 325 Milliarden Dollar. Und sollte dieses Paket dann wirklich greifen, dann wäre so ungefähr auf sämtliche chinesische Waren mit Ziel USA, die wären dann mit Zöllen belegt. Das ist natürlich schon mal harter Tobak. Was wir heute gesehen haben, das ist eine Drohgebärdenpolitik, wie wir sie von Trump vor allen Dingen aus dem vergangenen Jahr gesehen haben. Aber man muss auch sagen, gerade in Asien führt doch so eine Politik, die man über Twitter führt, natürlich auch zu ja, Gesichtsverlust. Da denke ich mir, dass in einigen Jahren über kurz oder lang die Chinesen noch einmal zurückschlagen werden. In welcher Form auch immer, das werden sie auf jeden Fall nicht vergessen. Wir haben an den chinesischen Aktienmärkten zuletzt schon mal deutlichere Verluste gesehen. Heute wurde aber auch bestätigt, China lässt den diplomatischen Faden nicht abreißen. Das heißt, sie halten an den Handelsgesprächen fest. Am Mittwoch reisen Unterhändler nach Washington, um eben das Paket dann doch noch auf den Weg zu bringen. Und wie sieht man das Ganze? Naja, die Aktienmärkte heute haben sich von ihren Tagestiefs wieder erholt und man muss ja auch überlegen, die verhandeln inzwischen seit mehreren Monaten an diesem Handelspaket, an diesem Deal und man wird den nicht von heute auf morgen über Bord schmeißen, denn man will ja hier zu einer Lösung kommen. Beide Seiten sind daran interessiert, eine Lösung zu erzielen. Beide Seiten müssen auch eine erzielen. Ansonsten haben wir nachher einen großen Scherbenhaufen und der wird für beide Seiten bzw. für die Weltwirtschaft extrem teuer. Das kann man sich nicht erlauben. Das ist ein typisches Spiel, was Donald Trump macht und so schätzt eben der Markt das auch heute ein. Das kann man an den Marktreaktionen ablesen. Wenn man wirklich davon ausgehen würde, dass das Ganze geplatzt ist, dann hätte der DAX heute wesentlich mehr auf den Deckel bekommen. Donald Trump übt aber auch Druck aus auf die Fed, die Zinsen tief zu halten, denn sein Referenzniveau ist letztlich, dass er hohe Aktienmärkte hat, um somit eben auch Zeit zu gewinnen, den Konflikt mit China auch auf einen Erfolg letztlich zu bekommen dafür. Dann Geopolitik noch, USA, Iran, bitte auch beachten. Flugzeugträger sind da im Augenblick auf dem Weg. Diese Situation könnte sich auch noch mal zuspitzen, ist ein bisschen untergegangen jetzt heute und gestern, aber hier spitzt sich auch etwas zu. Ich hatte es gesagt, die Wette läuft, dass wir nur eine Konjunkturdelle sehen und dass mit einem Handelsstreit, der dann gelöst ist, ab dem Sommer das Ganze wieder aufwärts geht. Das müssen wir dann jetzt auch sehen. Sollte sich diese Situation hier verschärfen, wovon ich nicht ausgehe, derzeit geringere Wahrscheinlichkeit zumindest, dann ist auch diese Wette hier unten auf eine Erholung ab dem zweiten Halbjahr hinfällig. Die Rallye steht jetzt vor einer Belastungsprobe, aber wie wir heute gesehen haben, ist das nicht ganz so schlimm im Augenblick von den Märkten, zumindest mal eingeschätzt, was wir da sehen. Gucken wir mal auf das Weltaktienklima. Wie sind wir aufgestellt? Naja, seit Jahresanfang hier alle Indizes durchweg grüner Bereich. Das sieht sehr, sehr gut aus. 14% im Durchschnitt die weltweiten Indizes zugelegt.
Wichtig hier, ich hatte es ja die letzten Male schon gesagt, die Abstände zur 200-Tage-Linie und zur 21-Tage-Linie. Und da sehen wir, dass wir doch hier eine deutliche Kehrtwende hatten. Am 1. April war es noch so gewesen, dass ungefähr 65% der weltweiten Indizes ihre 200-Tage-Linie behauptet haben. Jetzt haben wir eine Quote von ungefähr 95, naja, sagen wir schon fast 100%. Die Österreicher spielen im Augenblick nicht ganz mit. Aber ansonsten haben alle wichtigen Indizes eigentlich ihre 200-Tage-Linie zurückerobert. Das ist langfristig betrachtet ein ganz klares Stärkesignal, in dem eben auch viele Profi-Investoren draufsetzen, viele automatische Handelssysteme, die danach vorgehen. Und man sieht es hier eben sehr schön. Wir haben in den vergangenen Monaten einen deutlichen Wechsel gesehen, starkes Signal. Kurzfristig lässt hier so ein bisschen die Marktbreite natürlich nach. Das heißt also, Anzahl der Indizes über der 21-Tage-Linie ist zurückgegangen, hält sich aber nach wie vor mit rund 50% auf einem ganz guten, konstruktiven Bild. Unser guter alter DAX hier, der DAX-Kursindex, also eben Dividenden bereinigt, im Grunde 13%, 14% im Wertjahresbeginn im Plus, reicht ungefähr für das Mittelfeld. Der ist ja sehr stark auf die weltweite Konjunktur ausgerichtet. Das sieht im Augenblick ganz gut aus, zumindest mal von dieser Warte. Schauen wir uns hier das Sentiment an, wie es im Augenblick einzuschätzen ist. Wir haben 39% in den USA der Kleinanleger, die bullish sind. Das liegt ungefähr im langjährigen Durchschnitt. Aber eine hohe Rate an Investoren, die neutral ausgerichtet ist, die also nach wie vor ihr Pulver trocken hält, die sich sagt, naja, ich habe die massive Rallye vielleicht jetzt teilweise oder ganz verpasst. Jetzt möchte ich hier auf Rekord auch nicht einsteigen, sondern ich warte auf den nächsten stärkeren Signal, was hier vorliegt. Und dieses ist hier doch eine ganz interessante Kennzahl, denn es sagt doch zumindest mal, dass da noch einiges so an Investoren auch an der Seitenlinie steht, die noch nicht voll dabei sind. Das haben wir auch bei der Fondsmanager-Umfrage übrigens gesehen. Und das sieht man auch hier, wenn man sich die Profi-Investoren anschaut. Ich habe hier mal diesen Kasten, diesen neutralen Bereich eingezeichnet. Wir sind hier bei den Fondsmanagern, was die Stimmungslage angeht, mit Blick auf die nächsten 12 Monate, am oberen Limit so ein bisschen angekommen. Und auch das spricht so ein bisschen jetzt für eine zumindest mal Atempause, die wir hier haben. Es sind schon einige investiert, die noch nicht investiert sind, hoffen auf einen Rücksetzer. Sollte der Rücksetzer kommen, dürfte dieser gekauft werden, solange das Gesamtbild konstruktiv bleibt. Und weiter nach oben ist eher die Luft dünn. Dann greift eher so die Regel, wer dann unterinvestiert ist, wird in den Markt gezwungen, weil er sonst in Performance-Rückstand gerät und dann eben ja auch zu höheren Kursen kaufen muss. Eine sehr unangenehme Situation, der aber im Augenblick doch auch einige Profi-Investoren ausgesetzt sind. Ja, der Monatsausblick Mai, Sell in May and Go Away, ihr kennt das ja alles, diese Börsenweisheit. Da ist auch durchaus etwas dran. Wenn man sich das hier unten mal anschaut, auf dem saisonalen Verlaufschart sieht man deutlich, beim S&P 500 in den vergangenen 20 Jahren ist er eher seitwärts gedümpelt. Ja, wir haben hier einen typischen Verlauf jetzt auch gehabt, wie es im Durchschnittsverlauf zu sehen ist. So ist es auch 2019 gewesen. Starker März, guter April nochmal. Aber jetzt im Mai ist eher mal mit so einer Schaukelbörse zu rechnen. Man konsolidiert seitwärts im Dunstfeld der Rekordmarke. Hier oben die Trefferquoten für die drei wichtigsten Indizes. Man sieht es, naja, 62%, 50% sogar nur im Dow Jones, Nasdaq bei knapp 60%. Das ist alles nicht wirklich sehr stark. Es ja, spiegelt das wider, was man eben auch von der Börsenregel her kennt. Und wenn man hier noch so ein bisschen tiefer in die Zahlen reingeht, dann sieht man eben auch, dass im Durchschnittsergebnis wirklich nicht viel zu holen ist, dass die größeren Risiken hier natürlich bei den Technologiewerten lauern. Ja, durchschnittlicher Verlust mit minus 6% ist natürlich stärker ausgeprägt hier als bei den Standardwerten. Also da muss man dann so ein bisschen vorsichtiger sein, in welchem Index man sich dann auch bewegt. Ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Gucken wir uns mal die Indizes ein bisschen unter der Oberfläche an. Da ist mir aufgefallen, wenn man sich hier den NYSE Composite Index anschaut. Das heißt also, das ist ja der, ich sag mal, Sammelindex aller an der New York Stock Exchange gelisteten Unternehmen. Dann fällt doch auf, dass wir hier so eine kleine Serie ausgebildet haben von fallenden Hochpunkten. Ja, also das Top von Anfang 2018 wurde hier im Spätsommer 2018 nicht mehr erreicht und das Tief, das Hochpunkt hier vom Spätsommer 2018 haben wir auch nicht mehr jetzt im Frühjahr erreicht. Und das ist doch eine Divergenz hier unten zur Entwicklung beim S&P 500. Das wurde von einigen Charttechnikern in den USA sehr kritisch gesehen.
Ich sage mal so, es ist kein wirklich sehr gutes Signal, liegt aber auch daran, dass eben hier in dem NYSE Composite Index auch zunehmend mehr ausländische Investoren, ausländische Unternehmen drin gelistet sind. Und es ist nun mal einfach so, dass die amerikanischen Indizes sehr, sehr gut gelaufen sind. Und je mehr ausländische Investoren da drin sind in dem Index, desto schlechter wird dann auch das Ergebnis. Etwas mehr zu denken sollte dann schon geben, dass hier die Anzahl der Aktien im S&P 500, die ihre 50-Tage-Linie behaupten, rückläufig gewesen ist. Ja, das heißt also hier, im Februar hatten wir noch ein Hoch ausgebildet mit einer Quote von 90%, dann aber hier sukzessive nach unten gefallen, während der Index selbst weiter gestiegen ist. Das ist zumindest mal so ein Signal, Achtung, nachlassende Marktbreite. Das heißt, immer weniger Aktien behaupten letztlich ihren Durchschnitt. Es geht da so ein bisschen zurück, nur die Schwergewichte halten den Index nach oben. Das kann gut gehen eine gewisse Zeit, das kann dann hier auch in so einer Konsolidierung münden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir danach nochmal eine stärkere Rallye nach oben sehen, ist doch eher mal gering. Da sollte dann noch eher mal so eine kleine Marktbereinigung stattfinden, also dass die Quote hier wieder unter 20% fällt. Ich finde diesen Indikator nach wie vor sehr, sehr interessant und sehr gut. Also bitte euch, hier auch immer mal wieder einen Blick drauf zu werfen. Indexindicators.com ist kostenlos, steht das zur Verfügung, dieser Indikator, auch auf den DAX. Da kann man sehr schön sehen, wirklich, wie viele Aktien in einem Index noch mitziehen oder eben an dieser Aufwärtsbewegung gar nicht mehr partizipieren. Im Augenblick, wie gesagt, etwas zur Vorsicht mahnt dieser Index. Bei der Volatilität sieht man es auch. Wir haben heute einen schönen Spike mal gesehen, sowohl in Deutschland beim VDAX New als eben auch in den USA beim VIX mit rund 16 Punkten. Das war schon mal so ein kleines, in Anführungszeichen, sage ich mal, Panik hoch, was wir mal gesehen haben, was wir schon öfters auch hier beobachtet haben im Februar, März und April. Das korrespondierte dann sehr schön eben auch mit kurzfristigen Tiefpunkten. Und sollte die Situation im Handelsstreit nicht weiter eskalieren, dann ist zumindest mal von der Volatilität her gesehen hier wieder etwas Entwarnung angesagt gewesen. Wir sind hier wieder auf einem leicht erhöhten Niveau, nicht hier an einem Tief angekommen. Und das lässt wieder etwas Raum nach oben. Wenn man jetzt alles zusammenfügt, kann man sagen, Sentiment, naja, seitwärts gerichtet eher. Da sind einige investiert, aber noch nicht alle. Wartet ein bisschen Geld an der Seitenlinie. Marktbreite geht etwas zurück. Volatilität hat heute ein kleines Einstiegssignal geliefert. Unterm Strich, ich muss es leider sagen, ein ausgeglichenes Verhältnis, wenn man das zumindest mal betrachtet. Aber schauen wir uns mal die Charts an und da würde ich mal sagen, holen wir uns hier den S&P 500 rüber, also den breiten amerikanischen Aktienmarkt. Und hier sieht man schon mal sehr schön, was passiert ist. Unser letztes Webinar hier Anfang April hatten wir ja gesagt, diesem Ausbruch hier oben, der wird wahrscheinlich gekauft. Ich hatte gesagt, solange wir hier nicht unter die 2.800 per Tagesschluss zurückfallen, bleibt das Szenario intakt, dass wir wohl einen Anlauf an das Rekordhoch sehen. Ich habe hier nichts dran verändert. Sie sehen es hier, die grüne Linie wurde letztlich, hat sich dann auch durchgesetzt. Wir haben das Rekordhoch rausgenommen, wenn auch denkbar knapp. Und unser Target hier, dieser blaue Kreis, wurde sehr schön abgearbeitet. Das heißt also, der Markt hat sich schön an unser Drehbuch eigentlich gehalten hier, an dieses positive Drehbuch. Die Frage ist natürlich jetzt, wie ist die aktuelle Situation einzuschätzen? Nun, der S&P 500 befindet sich hier so in einem überkauften Marktzustand. Ja, er ist außerhalb dieses Schwankungskorridors, dieses dunkelgrauen Schwankungskorridors, den wir bei Indexradar täglich berechnen. Und der so ein bisschen die Überhitzung auch signalisiert. Wenn wir oberhalb dieses dunkelgrauen oder dunkelbraunen Kanals handeln, dann nimmt doch meistens die Aufwärtsdynamik ab und es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder zurücktauchen. Das haben wir hier sehr schön gesehen. Genau das sehen wir jetzt hier auch. Eine ganz normale Reaktion letztlich, nichts Dramatisches. Aber wir können uns damit schon mal auseinandersetzen, wie die im Augenblick die Marktsituation einzuschätzen ist. Und da habe ich mir gedacht, mache ich das Ganze doch mal mit farblichen Markierungen, um es dann eben auch ein bisschen zu verdeutlichen, wie die Situation bis zum nächsten Webinar, ich glaube am 17. Juni, einzuordnen ist. Ich ziehe mal hier die entsprechenden Farben rüber für den, ich sag mal, kurzfristigen Anleger, der auf Sicht von einigen Wochen agiert. Solange der S&P 500 hier in dieser Box notiert, die ich hier gelb aufziehe, ist die Situation als leicht neutral einzuschätzen. Ja, wie gesagt, im kurz- bis mittelfristigen Bereich. Mögliches Ziel dann auf der Unterseite wäre nochmal so ein Rücklauf hier auf 2.800. Aber je nach Marktsituation könnten wir auch schon bei 2.850 wieder drehen. Ja, das kann man nicht ausschließen. Das hier ist so eine neutrale Zone, in der sehr viel passieren kann.
Da muss man wirklich dann darauf achten, im Augenblick leicht negativ einzuschätzen, hier die Situation, dass wir eben eher am oberen Rand sind dieser Box. Aber das kann sich, wie gesagt, sehr schnell ändern, wenn hier dieser Handelsstreit wieder vom Tisch ist. So, wann ist es positiv, den Markt einzuschätzen in der kurz- bis mittelfristigen Sicht? Na gut, das ist wenig überraschend dann natürlich gegeben, wenn wir hier oben drüber ausbrechen. Das heißt also, wenn das Rekord rausgenommen wird, ist das ein Statement des Signals, des Marktes. Wir sind wieder durchweg zuversichtlich. Wir erwarten weiter steigende Aktienkurse. Neue Hochs werden gekauft. Oft schrecken ja neue Hochsanleger ab, aber es ist eigentlich statistisch gesehen ein sehr, sehr gutes Signal, neue Hochs. Denn es ist eine Bestätigung für das Vertrauen in den Markt, dass die Bewertung stimmt, dass die Technik stimmt, ja, dass das Umfeld intakt ist. Das heißt also, oberhalb von 2950 Punkten per Tagesschluss ist der S&P nach wie vor positiv einzuschätzen. Leicht erhitzt, das stimmt zwar. Ziel dann auf Sicht von wenigen Wochen, 3000er Marke kann ich mir vorstellen. Ja, das ist so eine runde Schwelle, die mal angelaufen werden könnte. Im optimistischsten Szenario 3050. Aber dann dürfte auch bis zum nächsten Webinar erstmal wieder der Deckel drauf sein. Das ist das positive Szenario. Das Neutrale haben wir gerade eben besprochen. Das ist hier diese Box zwischen der 200-Tage-Linie bei 2770 bis 2800 auf der Unterseite und die Oberseite 2950. Dazwischen kann der S&P hin und her, ich sag's mal, daddeln. Das ist dann eher ein unbequemerer Markt. Wann wird es etwas negativer im kurz- bis mittelfristigen Bereich? Naja, das ist klar, sobald wir die 200-Tage-Linie per Tagesschluss unterschreiten und damit eben auch hier diese Mittelzone bei 2800 Punkten, das ist so diese Schlüsselmarke, dann wird es etwas kritischer und da muss man sich damit auseinandersetzen, dass wir zumindest mal einen Rücksetzer sehen hier bis in den Bereich 2625 Punkte, 2700 Punkte, das ist nochmal so eine Volumenspitze. Im sehr, sehr negativen Szenario Rücklauf hier an die Unterseite dieses Aufwärtstrendkanals bei 2550 Punkten. Deshalb muss man da den Augen mal draufhalten. Ich schaue mal gerade in die Fragenbox rein. Wir hatten jetzt einen Fehlausbruch, wird hier zum Beispiel angemerkt beim S&P 500. Genau, es kann ein Fehlausbruch sein, aber ich möchte das noch nicht abschließend beurteilen, ob es wirklich auch einer ist. Im Tagesschart ist es soweit richtig. Ne? Wir sind hier oben über Rekord ausgebrochen, wurden davon abgewiesen, aber wir haben noch kein richtiges Schwächesignal gesehen. Ja? Wir können hier, wie gesagt, in diese neutrale Zone reinlaufen. Aber dann ist immer noch der Index deutlich über der steigenden 200-Tage-Linie. Der langfristige Trend ist auch noch intakt. Also hieße das noch kein wirklich klares Schwächesignal. Es wäre einfach mal ein Ausatmen des Marktes. Das hatte ich ja gerade eben auch gesagt. Der Markt ist ein bisschen heiß gelaufen hier. Er hat seinen statistischen Schwankungskorridor verlassen. Und das wurde jetzt eigentlich, sage ich mal, mit dem Tweet auch so ein bisschen beruhigt, hat sich die Situation. Aber so diese Farben hier, die sollte man sich mal vormerken, beziehungsweise die Boxen, die ich hier eingezeichnet habe. Das ist ein bisschen der Verlaufsplan. Ich gehe mal davon aus, das ist sehr schwierig zu sagen, hängt vom Handelskonflikt einfach ab. Brodelt das Thema weiter, dümpelt der S&P hier in dieser gelben Zone. Sollte man sich jedoch noch einigen, dann setze ich dieses grüne Szenario leicht durch. Aber wie gesagt, das Potenzial auf der Oberseite sehe ich nach wie vor eher etwas limitiert. Ja, weil wir einfach auch schon sehr gut gelaufen sind und jetzt in die saisonal etwas ungünstige Zeit reinkommen. So, das gleiche hier beim Nasdaq 100, da kann ich mich ein bisschen kürzer fassen. Auch hier hatten wir gesagt, sollte das Ausbruchsniveau halten von 7200 Punkten, das war der Fall, arbeitet der Nasdaq seine Rekordmarke ab. Genau das ist passiert hier oben mit der grünen Linie und dem Kreis, das hat er somit geschafft. Auch der Nasdaq 100 natürlich überhitzt, aber die Technologieaktien zeigen relative Stärke. Ja, aber hier wäre ich trotzdem vorsichtig. Man sieht es deutlich, er ist sehr gut gelaufen, sehr schnell gestiegen in der jüngeren Vergangenheit, also ein bisschen überhitzt. Und deshalb auch hier die gelbe Box etwas weitergezogen. Ich wäre hier wirklich weiter vorsichtig. Solange aber der Nasdaq 100 über der 200-Tage-Linie notiert, das heißt, über 7200, 7150 Punkten ist es leicht positiv bis neutral einzuschätzen in der kurzfristigen Achse. Etwas positiver natürlich dann bei einem Ausbruch hier oben drüber über die bisherige Rekordmarke. Aber bitte Vorsicht. Wie gesagt, wir sind hier schon sehr, sehr heiß gelaufen. Da kommt gerade die Frage rein, auf was diese Bänder beruhen. Diese Bänder beruhen auf statistischen Abweichungen des Index von seiner
21-Tage-Linie. Ja, die habe ich hier zur Grundlage genommen und man kann einfach das sehr schön abmessen. Die Indizes und viele Basiswerte schwanken meist um einen bestimmten Prozentwert um ihre gleitenden Durchschnitte. Und da kann man zum Beispiel dann die 21, die 50 oder die 200-Tage-Linie nehmen. Und es gibt so einen engeren Korridor, das ist dieser braune hier, der repräsentiert den Korridor mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit und dieser hellgraue Korridor mit nahezu 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit schwanken die Kurse in diesem Korridor. Den berechnen wir, wie gesagt, bei Indexradar, finden Sie auch auf dem DAX immer. Und damit kann man sehr schön eben über ein statistisches Maß bestimmen, wie weit die Kurse eben noch laufen können. Wie, ob sie überhitzt sind, überverkauft sind, überkauft sind. Und das erlaubt eben ein weiteres Werkzeug zur der reinen Charttechnik, ob die Märkte im Augenblick attraktiv sind oder nicht. Man sieht hier, der Nasdaq 100 ist überhitzt, also die Gefahr steigt. Hier wäre ich jetzt wirklich etwas vorsichtiger mit. Nur wer mutig ist, geht hier oben jetzt noch wirklich long. Ansonsten ist der Markt eher kurzfristig neutral. Negativ ist es natürlich, denn der Nasdaq 100, sobald wir hier drunter fallen sollten, also unter die 200-Tage-Linie schließen, wäre das doch ein deutliches Schwächesignal. Wir haben das hier gesehen, zuletzt Ende 2018, Rücksetzer unter die 200-Tage-Linie führte zu einem Gewitter und hier einem Rücklauf an den Aufwärtstrend, an die Untergrenze des Aufwärtskanals bei 6.400 Punkten, 6.450 Punkten. Damit haben wir also auch das Drehbuch für den Nasdaq 100 soweit abgearbeitet. Auch hier gehe ich davon aus, Potenzial auf der Oberseite eher limitiert, vielleicht noch die 8.000, die wir mal anlaufen oder knapp über die 8.000, aber das sollte es dann gewesen sein, eher mal hier so ein bisschen seitwärts geplänkelt zwischen 7.600 bis 8.000 könnte sich der Nasdaq 100 einrichten. Aber das ist im Augenblick einfach sehr, sehr schwierig aufgrund eben dieser geopolitischen Probleme, mit denen wir uns wieder auseinandersetzen müssen. Ich bin froh, wenn das irgendwann einmal gelöst ist, damit wir uns dann wirklich wieder auch mehr mit Fundamentaldaten und vor allen Dingen auch Charttechnik auseinandersetzen können, beziehungsweise Markttechnik. So, wechseln wir mal auf die andere Seite des Atlantiks und schauen wir uns an, was der DAX im Augenblick so macht. Und das ist natürlich der Blick auf das Sentiment. Na, ich wiederhole mich jetzt so ein bisschen. Hier oben seht ihr die Positionierung der institutionellen Investoren. Die sind zuletzt wieder ein bisschen optimistischer geworden, aber längst nicht so zuversichtlich wie hier die Privatanleger hier unten abgetragen. Man sieht es deutlich, die DAX-Anleger beim institutionellen Bereich waren sehr zurückhaltend. Das hat man auch bei der Fondsmanager-Umfrage immer gesehen. Sie sind nicht richtig im DAX investiert, und jetzt läuft Ihnen der Index davon. Das ist natürlich eine unbequeme Situation. Hier unten die schwarze Linie ist eben der DAX. Der ist immer weiter gestiegen, während die Instis nicht so richtig investiert sind, weil eben der DAX sehr konjunktursensitiv ist und die Aussichten für die Weltwirtschaft waren einfach nicht so gut gewesen. Jetzt steigen die Kurse weiter und man kann davon ausgehen, sollte sich das Umfeld nicht dramatisch eintrüben, dann werden Rücksetzer gekauft, weil man eben dann in diese Rallye noch reinkaufen will und sich positioniert eben dann für ein gutes zweites Halbjahr, in dem eben dann auch wieder die Gewinnerwartungen anziehen werden und damit letztlich dann auch die KGV-Bewertungen für den DAX und somit auch die gesamten Aussichten. Also ist das doch zumindest mal, sollte uns das ein bisschen stützen auf der Unterseite und dass der DAX hier zumindest mal nicht so viel Risiko ausgesetzt ist. Das ist mal der Blick hier von der Sentimentseite. Von der Statistikseite ist es ähnlich. Man sieht es hier, Ende April, Anfang Mai wird meistens ein Top ausgebildet im typischen saisonalen Verlauf. Danach geht es langsam, aber bedächtig nach unten. Vor allen Dingen August, September sind sehr schwach beim DAX. Der Mai, wenn man nur den betrachtet, Trefferquote 50%, also Münzwurf, MDAX deutlich stärker. Das bitte schon mal im Hinterkopf behalten, auch was das Durchschnittsergebnis angeht. 0% quasi DAX, MDAX 1,2%, wesentlich mehr. Ja, darauf werde ich gleich noch mal etwas genauer eingehen. Schauen wir uns erst noch mal den DAX unter der Technik an. Und da holen wir uns hier mal den Chart dazu. So, wir haben hier die 200-Tage-Linie drin, die 21-Tage-Linie. Die ändere ich mal ganz schnell auf die 50-Tage-Linie und zeige hier eine Besonderheit. Was nämlich hier passiert ist, wir haben zuletzt einen Golden Cross gesehen. Das bringe ich mal kurz mit rein. Es gibt ja das Todeskreuz. Das haben wir hier gehabt im März vergangenen Jahres, als die 50-Tage-Linie von oben kommend die 200-Tage-Linie geschnitten hat. Das war ein eigentlich Verkaufssignal. Ich kann euch sagen, das Verkaufssignal kommt meistens zu spät, hat eine statistisch sehr schlechte Trefferquote.
Besser ist es dann schon, wenn man sich das Golden Cross betrachtet, also hier den Schnittpunkt der 50-Tage-Linie, die von unten kommend die 200-Tage-Linie wieder schneidet. Das haben wir hier jetzt eben direkt nach Ostern gesehen. Und das deutet zumindest mal mittel- bis langfristig beim DAX immer auf weiter steigende Kurse hin. Zumindest mal wirklich, wenn man das Ganze über auf Sicht von einigen Wochen und Monaten betrachtet. Ich habe das Ganze hier auch mal vorbereitet, noch in einer Auswertung vom Captain-Meiser. Ich mache jetzt hier nicht den großen Bildschirm. Da habt ihr mal die Trefferquoten zum Beispiel in den vergangenen Jahren gesehen. Immer die grüne Box signalisiert so ein generiertes Golden Cross. Also wenn die 50-Tage-Linie, die 200-Tage-Linie von unten geschnitten hat. Seit 1995 haben wir hier eine Trefferquote von gut 80% und im Durchschnitt ist der DAX bis zum nächsten Todeskreuz um gut 22% gestiegen. Das war sehr, sehr gut gewesen in den vergangenen rund 14 Jahren. Wenn man noch weiter zurückguckt, 1970, dann sinkt die Trefferquote doch deutlich. Aber in der jüngeren Vergangenheit war dieses Golden Cross meistens sehr, sehr gut gewesen, konnte man dann umsetzen. Auf Sicht von rund 6 bis 12 Monaten ist der DAX doch recht gut gestiegen. Und dann konnte man das auch mitnehmen. Das war also schon mal ein interessantes Signal, was wir hier gesehen haben, ein Stärkesignal. Und wir haben auch noch weitere kleine Indikatoren, die uns zumindest mal zuversichtlich stimmen. Auch hier wieder der Prognosekorridor, den wir berechnen. Der DAX nach wie vor positiv einzuschätzen, war hier so ein bisschen überhitzt gewesen in den vergangenen Tagen, ist hier oben an der Grenze entlang gegangen, hat sich jetzt diese Atempause genommen, ist aber nach wie vor doch eher positiv einzuschätzen. Das heißt also, wir können hier uns ein bisschen das grüne Szenario vor allen Dingen vor Augen führen, solange der DAX über der 21-Tage-Linie notiert. Die haben wir zum Beispiel hier heute sehr schön im Tief gekauft. Und dann wären die nächsten Ziele auf der Oberseite so im Bereich von rund 12.450 Punkten wäre der nächste Widerstand. Ihr seht es hier, das ist jetzt so ein bisschen schwierig, weil hier kommen jetzt so ein paar Widerstände rein, deren Relevanz nicht wirklich ja, klar vorher schon bestimmt werden kann. Wir haben hier höhere Ausprägung im Volumengebirge, auch bei 12.600 Punkten, bei 12.900 Punkten, bei 13.200 Punkten. Da kommt jetzt so ein bisschen an Hürden auf den DAX zu, das zusammen mit der saisonal schwierigen Phase und vor dem Hintergrund, dass auch die US-Börsen so ein bisschen ausgepowert sind, würde ich dem DAX mal sagen, Ziele liegen hier ungefähr im Bereich von 12.400 bis ungefähr 12.600 Zählern. Viel mehr würde ich dem DAX für die nächsten, sagen wir mal, 4 bis 5 Wochen, also bis zum nächsten Webinar, nicht zubilligen. Es sei denn wirklich, das Umfeld hält sich nochmal deutlich auf, dann die 12.800, aber dann ist auch wirklich Schluss. Franz Auf der Georg, Unterseite, ja. nochmal, vielleicht kannst du nochmal in die Fragenbox reinschauen. Da kam, glaube ich, noch eine Frage, die oder eine Gegenfrage bezüglich, wenn der Schnitt andersrum erfolgt, ob du da Erfahrungswerte hast. Ja, fällt nicht ganz so gut aus, die Trefferquote. Die liegt im Bereich von 40 bis 50%, weil man muss sich ja vor Augen führen, es ist ein System gleitender Durchschnitte, was hier gebildet wird. Das heißt also, es sind nachlaufende Indikatoren. Und bis erstmal der 50-Tage-Linie unter die 200-Tage-Linie gefallen ist, ist meist eben auch schon der DAX sehr kräftig gefallen. Ich kann das hier nochmal exemplarisch zeigen. Eben, das hat man hier gesehen, Entschuldigung, 50-Tage-Linie. Im Frühjahr vergangenen Jahres, da haben wir hier ein Verkaufssignal bekommen beim DAX bei rund 12.200 Punkten und das Hoch war bei 13.800 bzw. 13.600 vorher. Das kam einfach zu spät. Die Märkte fallen meistens sehr dynamisch und erholen sich dann etwas langsamer. Und das ist natürlich für so ein trendfolgendes System, das auf Basis von zwei gleitenden Durchschnitten agiert, denkbar ungünstig. Das heißt also, Todeskreuze würde ich nicht handeln. Ich habe sogar eine Untersuchung gemacht, die sagt, man sollte Todeskreuze eher kaufen auf Sicht von 2 bis 3 Monaten, weil einfach ja, dieser nachlaufende Indikator dann greift. Golden Cross-Signale sind dann doch etwas treffsicherer. Liegt natürlich auch daran, dass die Märkte langfristig sowieso steigen. Aber kommen wir hier nochmal kurz zum DAX. Also positiv zu sehen, solange wir hier über der 21-Tage-Linie notieren, das haben wir heute im Tagestief exakt gekauft. Dann ist hier so ein bisschen eine Bandbreite, die ebenfalls noch positiv ist. Ich würde mal sagen, bis ungefähr 11.900 Punkten ist der DAX auch noch als positiv einzuschätzen.
Etwas negativer wird es, sollten wir hier diese wichtige Ausbruchsmarke nach unten hindurch brechen. Ich markiere die auch nochmal gelb, damit das nochmal klar wird. Das ist hier diese Zone um die 200-Tage-Linie bei 11.700 Punkten bis ungefähr 11.900, 12.000 Punkte. Das ist so eine neutrale Zone, da wäre ich dann schon vorsichtiger, sollte der DAX hier nochmal reintauchen. Wirklich kritisch wird es erst, wenn der DAX wieder unter seine 200-Tage-Linie fallen sollte, dann wechselt die Börsenampel, sage ich mal, auf dunkelorange bis vielleicht schon rot. Ziel dann 11.300 Punkte, ist dann die nächste Unterstützung. Da muss man dann wirklich aufpassen, wenn wir hier so weit korrigieren sollten. Es ist klar, unterhalb von 11.350 Punkten wird es dann wirklich kritisch und dann werden die nächsten Ziele bei 11.000 Punkten anzusiedeln. Das zeichnet sich derzeit nicht ab. Dafür haben wir hier noch diese gute Auffangzone zwischen 11.700 und 11.900, 12.000 Punkte. Aber wenn die unterschritten wird, wird es kritischer. Solange das nicht der Fall ist, bleibt der DAX zumindest mal leicht positiv einzuschätzen. Aber wie gesagt, man muss hier darauf achten, eben was passiert mit dem Handelsstreit. Und nicht zu vergessen, Mitte Mai läuft auch die Frist aus, die sich Donald Trump gesetzt hat, um zu entscheiden, was eigentlich mit den Auto- und Strafzöllen mit der Europäischen Union passieren soll. Denn hier könnte auch bald der nächste Handelskonflikt angezettelt werden. Sollte das kommen, ihr wisst es, im DAX sind sehr viele Autowerte gelistet, dann gibt es nochmal ordentlich einen auf die Mütze und dann kann der DAX auch sehr schnell nach unten durchgereicht werden und unter die 200-Tage-Linie fallen. Also dieses Thema Handelskonflikt ist wirklich nach wie vor sehr, sehr wichtig und der könnte gerade jetzt auch USA versus Europa nochmal deutlich an Brisanz gewinnen. Gut, die entsprechenden Produkte wollte ich euch auch noch vorstellen. Hier analog zum Chartbild. Ich lasse das nochmal mit dabei. Ich habe es rausgesucht. Gucken wir mal eben hier noch in die Präsentation rein. Zunächst einmal ein schönes Produkt hier, wenn man leicht positiv gestimmt ist, nochmal ein Discount-Optionsschein plus Long mit einem Basispreis bei 9.900 Punkten und einem Cap bei 14.900 Punkten. Schaut es euch mal an, bringt eine maximale Rendite von 14,5%. Das ist die WKN DF1 GLS. Maximalrendite per anno von 23%. Das heißt also, hier unten, diese schöne Rendite, die kann ich einstreichen kurz vor Weihnachten, wenn der DAX bis zum Laufzeitende nicht unter die Barriere bzw. Basispreis von 9.900 Punkten fallen sollte. Das ist sehr, sehr weit weg. Und deshalb habe ich hier auch mal so ein schönes, leicht defensives, aber sehr interessantes von der Renditeseite der Produkt rausgesucht. Also 9.900 Punkte auf der Unterseite. Man kann es nicht ausschließen. Ne? Das muss man sagen, im Hinblick eben darauf, was Donald Trump schon alles geliefert hat. Aber ihr seht es selbst, bis 9.900, da muss schon eine ganze Menge passieren, bis auch das dann noch rausgenommen wird. Da ist das Produkt eigentlich doch sehr interessant und bietet hier sehr interessante Renditechancen, eben auch auf so einen Seitwärtsmarkt. Ne? Der DAX kann hier gemütlich seitwärts laufen, zwischen, wie gesagt, 9.900 Punkten und weiter nach oben steigen. Ich kann eben diese 14,5% Maximalrendite mitnehmen. Wenn man jetzt ausgewiesener Pessimist ist, das entsprechende Pendant dazu, die DF1 GQ5, genau umgekehrt, ein Discount-Optionsschein plus Short mit einem Basispreis und einer Barriere bei 13.800 Punkten. Das heißt also hier doch mal ein Schippe drauf über dem Rekordhoch wäre die kritische Schwelle. Solange die nicht bis 20.12.2019 gerissen wird, gibt es eine Maximalrendite von 19% oder eben aufs Jahr hochgerechnet 30%. Da liegt die Rendite schon mal ein bisschen höher. Liegt ganz einfach daran, naja, die Märkte steigen langfristig und hier oben ist der Puffer auch etwas näher dran. Ist aber für jemanden, der sagt, naja, ich bin eher skeptisch gestimmt, mische das mal so ein bisschen bei. Der DAX kann weiter zulegen, aber wie gesagt, solange er nicht die 13.800 rausnimmt, bleibt auch dieses Produkt voll drin und man kann das dann auch entsprechend schön spielen. Ja, das mal zu den beiden Produkten, die man hier auch auf der Seite der DZ-Bank, wie gesagt, schön abrufen kann. Hier oben nochmal, wie gesagt, für die Long-Seite die DF1 GLS und die entsprechenden Short-Scheine dann nochmal hier mit den aktuellen Konditionen die DF1 GQ5. Ansonsten das bitte nochmal in der Aufzeichnung dann in Ruhe nachschauen. Ich denke, die entsprechenden Barrieren dieser beiden Produkte sind so weit gesetzt, dass sie nicht gerissen werden sollten. Kommen wir jetzt nochmal zu einem kleinen statistischen bzw. saisonalen Schmanker, auf das ich nochmal eingehen möchte. Also hier nochmal der Blick eben auf die Trefferquoten, die man beim DAX und MDAX in den vergangenen Jahren gesehen hat. Und ich finde das ganz interessant. Der MDAX wird doch häufig unterschätzt in seiner Wirkung. Die kleinen Werte sind
Ja, sehr, sehr gut unterwegs. Die ersten 9 bzw. 7 bis 9 Monate gehen häufig an den MDAX. Hier seht ihr die Trefferquoten. MDAX grüner Balken liegt nahezu durchweg über dem DAX. Das heißt also, die Gewinnwahrscheinlichkeit in den ersten 9 Monaten ist beim MDAX wesentlich höher als beim DAX. Das gilt nicht nur für die Trefferquote, die besser ist und der MDAX glänzt, sondern eben auch für die Monatsperformance. Auch hier ist der MDAX bietet meist in den Monaten eine wesentlich höhere Monatsperformance im langjährigen Durchschnitt, hier seit 1998 gemessen. Nur im letzten Quartal holen die Blue Chips häufig auf. Da kann man jetzt viel darüber diskutieren, warum das der Fall ist. Und uns interessiert nur die Tatsache, dass es so ist und wie man das möglichst gewinnbringend nutzen kann. Zeige ich euch hier mit der entsprechenden Regel. Vergessen Sie Sell in May. Konzentriert man sich darauf, einfach im richtigen Markt zur richtigen Zeit investiert zu sein, dann sieht die Sache nämlich schon wesentlich interessanter aus. Und eine einfache Handelsstrategie kann so sein, dass man in den MDAX Anfang Januar einsteigt und Ende Juli verkauft. Dann habe ich in den vergangenen 20 Jahren eine Trefferquote von 81% gehabt und ein durchschnittliches Ergebnis von gut 8% in dieser Zeitspanne. Es war nicht vorteilhaft gewesen, den MDAX länger zu halten, also zum Beispiel über ETFs, nämlich dann sinkt die Trefferquote und das Durchschnittsergebnis deutlich. Vor allen Dingen geht hier die Verlustwahrscheinlichkeit oder die Verlustquote nochmal deutlich nach oben. Aber dann Ende September bzw. für das vierte Quartal bietet es sich an, in den DAX zu wechseln. Der bietet dann eine Trefferquote von 81% und ein Durchschnittsergebnis von 8%. Das liegt dann über dem MDAX. Und wenn man diese beiden Strategien miteinander kombiniert, die ersten 7 Monate im MDAX investiert sein, dann eine Pause von Ende Juli bis Ende September und ab Anfang Oktober in den DAX investiert, dann kommt man zu einer erstaunlichen Performance, die man damit generieren kann. Und das habe ich hier nochmal berechnet mit dem Captimizer. Wir haben die Strategie auch vorgestellt, nochmal bei Indexradar. Ich zeige es euch nochmal hier, auch für diejenigen, die es mir dann nicht glauben möchten. Ich habe einfach nur hier den MDAX gekauft, einen Einstieg, wie gesagt, im Januar, einen Verkauf Ende Juli, kein Sicherheitsausstieg, kein Kurszielausstieg, kein Zeitzielausstieg, also keine Absicherung drin. Und ich gehe einfach long in den MDAX, kaufe, wie gesagt, Anfang Oktober, verkaufe am letzten Handelstag und steige auch hier nicht zwischenzeitlich aus mit irgendeinem Sicherheitsausstieg. Wenn ich das mache und diese Regel beachte und das seit 1998 angewendet hätte, dann hätte ich aus 100.000 Euro ja, 2,28 Millionen Euro gemacht mit dieser Strategie. Die bietet eine Outperformance von rund 2.000% gegenüber dem DAX. Das hier unten, diese rote Linie ist der DAX. Die Strategie, wie ich sie vorgestellt habe, ist diese blaue Linie. Die Rendite geometrisch gerechnet, wie es auch richtig ist für Investmententscheidungen per anno, der DAX 5% und diese Strategie mit gute 15% hat die also wesentlich abgehängt und bietet sich durchaus an für Anleger, die so ein bisschen eben auch ja, mit einer saisonalen Strategie arbeiten möchten, die die Chancen aus DAX und MDAX optimal nutzen wollen und auch eben so ein kleines Absicherungsinstrument drin haben möchten, indem man eben in den saisonal etwas kritischeren Monaten dann abgesichert ist. Man kann das Ganze natürlich dann auch noch weiter verfeinern, zum Beispiel mit Short-Komponenten, also fällt der Markt unter die 130-Tage-Linie, gehe ich raus, baue vielleicht ein Short-Zertifikat auf. Das ist natürlich alles noch möglich, aber ich wollte dir einfach mal ganz bewusst eine sehr, sehr einfache Strategie vorstellen, die sich zum Beispiel mit ETFs dann kostengünstig eben auch umsetzen lässt oder wer es mag, zum Beispiel eben auch mit Hebelprodukte, aber dann auch bitte einen geringen Hebel nehmen, zum Beispiel nur einen Faktor 2. Vorteil ist einfach, es sind nur 2 Transaktionen eigentlich im Jahr notwendig. Ja, wir haben hier seit 1998 43 Transaktionen durchgeführt. Aber auch jetzt muss ich dazu sagen, bitte nicht falsch verstehen. Das ist natürlich eine sehr schöne Strategie, aber maximaler Rückgang war zum Beispiel 50% gewesen. Ja. Die Absicherungskomponente ist hier natürlich nicht richtig eingebaut. Es war nur ein saisonaler Faktor gewesen. Man darf diese Strategie nicht anwenden, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt auf das Geld angewiesen ist und aus dem Markt aussteigen muss. Also wenn ich sage, ich muss im Sommer 2020, brauche ich das Geld, dann kann es einfach dumm sein, wenn man dann gerade hier an diesem Tiefpunkt aussteigen muss, aufgrund eben einer fehlenden Absicherungsstrategie. Aber wenn man sich sagt, ich kann im Markt die nächsten 10, 20 Jahre drin sein, ich brauche das Geld nicht,
dann ist diese saisonale Strategie, wie gesagt, mit einer Outperformance von 2000% doch sehr, sehr interessant, wenn man sich hier nochmal die einzelnen Performance-Daten anschaut. Dann ist das auch eine ganze Menge gewesen, die man damit generieren konnte. Durchschnittsrendite, wie gesagt, 15% über den Zeitraum vom 01.01.98 bis jetzt 2019. Man muss einfach nur auch stärkere Rückschlagphasen aussitzen können und eben somit eben auch Korrekturbewegungen durchaus mal verschmerzen können. Aber wenn das der Fall ist, wenn diese Bedingungen gegeben sind, dann würde ich mir das mal anschauen. Ich war wirklich überrascht gewesen, wie viel man mit der geschickten Kombination aus DAX und MDAX dann rausholen kann. Ja, das mal zu den Aktienindizes, auf die wir jetzt wirklich auch in der Breite sehr gut breit, denke ich mal, dann auch eingegangen sind. Ich würde sagen, schauen wir uns noch mal kurz auf die Lage an den Rohstoffmärkten an, um die Sache dann auch rund zu machen. Was mich heute so ein bisschen überrascht hat, aber letztlich auch eben dann zum Tag passt: Die Aktienmärkte haben nicht sehr stark korrigiert und Gold hat auch davon nicht profitieren können von dem Umfeld, obwohl ja eigentlich die Risikoaversion jetzt wieder deutlich zunehmen sollte. Aber wir haben so ein bisschen einfach das Problem: Naja, die Fed hat dann in der vergangenen Woche eben auch nicht das geliefert, was sie eigentlich sollte. Man ist ja davon ausgegangen, dass man vielleicht eine Zinssenkung zumindest mal andeuten würde, aber nein, das hat die Fed nicht gemacht. Ja, jetzt haben wir noch diese ganzen Geschichte mit dem Handelsstreit. Das könnte eben auch dazu führen, dass letztlich ja die US-Konjunktur so ein bisschen leiden wird, dass damit eben auch die Notenbank wieder unter Zugdruck bekommt. Da muss man mal so ein bisschen abwarten. Gold springt einfach nicht an. Aber ich hatte ja, glaube ich, im ausführlichen Webinar, ich glaube entweder beim letzten Mal oder vorletzten Mal gesagt, die Tendenz für Gold ist eher seitwärts gerichtet. Und wir haben hier diese Unterstützung um 1275, 1270 noch nicht deutlich nach unten durchstoßen. Wir laufen seitwärts und davon gehe ich jetzt auch erstmal weiter aus. 200-Tage-Linie könnte halten, muss aber nicht halten. Gold ist einfach uninteressant im Augenblick. Gold kann man abdecken über Seitwärtsprodukte. Bandbreite ungefähr 1210, 1235 auf der Unterseite. Hier kann man kaufen. Auf der Oberseite eine dicke Barriere drauf, oberhalb von 1320 bis 1390, 1400. Wird da erstmal nicht so viel passieren. Da sind die Perspektiven einfach insgesamt betrachtet mit Zinsstruktur, mit Risikoaversion, Saisonalität geben da beim Gold einfach im Augenblick nicht so viel her. Und deshalb bietet sich das aus Trading-Gesichtspunkten nicht mehr an, um in neue Positionen einzugehen. Gucken wir uns nochmal die Lage bei Brent an. Da sieht es schon ein bisschen anders aus. Da haben wir ordentlich Schwung zuletzt gesehen. Die USA haben ja Iran-Sanktionen auf den Weg gebracht, beziehungsweise nicht mehr weiter verlängert. Dies sorgt dazu, hat dazu geführt, dass der Ölpreis auf ein 6-Monats-Hoch rausgebrochen ist. Da haben wir hier diesen Spike mal gesehen im Rahmen dieses Aufwärtskanals. Man befürchtet hier einfach auch so ein bisschen Verknappung. Aber dafür besteht letztlich auch kein Grund, denn die USA haben auch zuletzt sehr, sehr viel Öl wieder aus dem Boden gepumpt. Ich glaube, rekordhohe Produktion. Die USA bauen ihre Dominanz eben letztlich auf dem weltweiten Ölmarkt immer weiter aus mit der Fracking-Industrie. Also der Markt bleibt eigentlich ganz gut versorgt. Sollte jetzt die Situation rund um den Iran wieder ein bisschen eskalieren, Straße von Hormuz, dann könnten hier auch die Ölpipelines wieder ins Spiel kommen, dass hier Versorgungsengpässe gespielt werden. Wir sehen hier deshalb eben auch auf den Tweet von Trump keine starken Kursverluste, sondern sogar wieder steigende Kurse am Ölmarkt. Der ist also hier unterstützt an der 200-Tage-Linie. Die wurde heute gekauft, auch die Unterseite dieses Aufwärtstrendkanals. Deshalb Ölpreisziel, solange wir nicht unter die 200-Tage-Linie fallen, 74,80 bis ungefähr 78 reicht im Augenblick das Potenzial. Nach wie vor der Ölpreis ganz gut unterstützt und ja, man setzt somit eigentlich auch indirekt weiter auf politische Spannungen, die sich hier abzeichnen könnten. Deshalb würde ich mir auch mal den Ölpreis nach wie vor mal vorknöpfen und ja, können wir dann auch, denke ich mal, im nächsten Webinar noch mal etwas ausführlicher darauf eingehen. Ja, und dann abschließend wollen wir auch das Thema Brexit noch mal angehen, zu spielen natürlich über Euro versus dem britischen Pfund. Auch hier noch mal ein kurzes Update dazu.
Premierministerin Theresa May will berichten zufolge zumindest mal eine vorübergehende Zollunion mit der EU anstreben. Die sollte dann bis Juni 2022 laufen. Und sie hofft damit eben dann auch bei Labour-Chef Jeremy Corbyn so ein bisschen auf offene Ohren zu stoßen. Er hat ja Bereitschaft dazu signalisiert. Er will ja eine dauerhafte Zollunion mit der EU, hat er zu Bedingungen gemacht. Es könnte sein, dass sich der Brexit zumindest mal dann nochmal in Wohlgefallen auflöst oder auf die ganz lange Bank geschoben wird. Muss man auch hier mal abwarten. Aber ich finde das Währungspaar im Augenblick spannend. Deswegen habe ich das auch heute nochmal aufgerufen. Denn wir sind hier beim Kurs wieder in einer wichtigen Unterstützung angekommen. Bei rund 0,85 haben wir hier doch mehrfach gedreht im Frühjahr. Und das wurde auch heute wieder gekauft. Oberseite 0,87. Das ist hier so ein schöner Trading oder Range-Trading-Markt, den man nutzen kann. Hier unten einsteigen, auf einen starken Euro-britisches Pfund setzen, also eine Euro-Aufwertung gegenüber dem britischen Pfund mit Zielbereich 0,87, 0,86, 60. Das wäre hier oben diese Zone wieder. Und da kann man dann wieder Long-Positionen schließen und auf einen erneuten Rücklauf wieder nach hier unten setzen, 0,84, 50, 0,84. 60 wäre dann wieder die Zielmarke. Ein Ausbruch hier draus wäre natürlich ebenfalls ein starkes Signal, dass dann in Trendrichtung gehandelt werden sollte. Das heißt also, brechen wir hier oben auf diese Oberseite aus, dann haben wir hier Potenzial bis an die 200-Tage-Linie mindestens 0,88 bis 0,885. Das wäre das optimistische Szenario. Sollte das Währungspaar aber die Unterseite nochmal in Anspruch nehmen, dann kann man sich auch hier entsprechend positionieren mit einem Ziel mindestens mal bis in den Bereich 0,8290. Da liegen dann hier die nächsten Unterstützungen. Auch die kann man dann sehr schnell handeln. Aber unterhalb von 0,83 wird es dann extrem spannend, denn dann würde auch dieses ganze, ich sag's mal, Brexit-Gap hier geschlossen. Das heißt also, das wäre da wohl dann der Fall, wenn der Brexit abgeblasen wird. Und dann würden wir wohl eine richtige Stärke nochmal des britischen Pfunds sehen und dann hier unten durchgereicht werden. Bis vielleicht in die Zone von 0,76, 0,77 gilt es dann abzuwarten. Im Augenblick handeln wir noch in der engen Range, aber auch hier ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir da hinausbrechen. Und darauf dann, wer am Währungsmarkt auch gerne mal handelt, entsprechend die Signale bitte beachten, die wir auch hier sehen, die aus London kommen. Auch da laufen im Hintergrund natürlich die Gespräche und da kann es dann jederzeit eben auch zu einer entsprechenden Meldung kommen und dann auch zu einer dynamischen Bewegung eben hier im Währungspaar. Ja, und so würde ich sagen, haben wir die Sache doch heute mal wieder rund gemacht mit Währungsmarkt, mit den Rohstoffmärkten und vor allen Dingen mit einer interessanten Strategie nochmal auf den DAX und MDAX, wo man hier die Chancen suchen kann. Auf jeden Fall denke ich mal, bleibt es sehr, sehr spannend. Handelskonflikt omnipräsent. Bitte darauf achten, was Trump in Richtung Europa jetzt dann vorformulieren wird. Auch hier ist vielleicht mit Twitter-Nachrichten zu lesen. Das könnte nochmal für ordentliche Volatilität sorgen. Ja, und darauf werden wir dann, ich bin schon fast sicher, das Thema Handelsstreit wird uns dann auch am 17. Juni ist es, glaube ich, beim nächsten Chart-Webinar dann wieder beschäftigen. Ja, ich würde sagen, das ist von meiner Seite. Ja, das war wieder ein spannendes Webinarpaket. Danke dir, Franz-Georg, für die Ausführungen. Ich glaube, wir haben nahezu alle Fragen beantwortet. Ich glaube, es sind ein, zwei offen. Kannst du nochmal in die Fragenbox reinschauen. Und ja, am Ende bleibt mir noch übrig, auf die nächste Woche zu verweisen. Das würde ich ganz gerne noch schnell abschließend tun. Dazu hole ich mir ganz kurz nochmal die Bildschirmrechte. Nächste Woche, 13.05. 17, nicht 17 Uhr, 19 Uhr, Entschuldigung, bei uns zu Gast die Trading-Gruppe 2.0, die für uns wieder die Märkte analysieren werden. Würde uns freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit von der Partie sind. Danke nochmal, Franz-Georg, für das spannende Webinar und vielen Dank Ihnen fürs Teilnehmen heute Abend an unserem Webinar. Wir wünschen Ihnen einen schönen Restabend und ja, machen Sie es gut und für Sie noch eine erfolgreiche Handelswoche. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss, schönen Abend.